in meinem letzten Video habe ich das Favicon von dieser Webseite ausgewechselt. Und du siehst, es hat ein Happy End gegeben. Mittlerweile sehe ich es hier. Ich habe aber müssen mit dem Tools-Menü vom Firefox, dort hat es ein Web-Developer-Menü und dort kann man sich den Quelltext anzeigen, Page Source. Und ich habe das müssen neu laden. Und dann den Favicon-Link anklicken. Ich weiß nicht, ob das auch nötig war. Ist. Aber ich habe es einfach gemacht, um sicher zu sein. Und habe dann gesehen, dass da wirklich das neue Bild geladen wird. Und als ich dann die Seite neu geladen habe, hat es dann Firefox auch verstanden, dass da ein neues Bild drin ist. Auf jeden Fall, das läuft jetzt. Und jetzt möchte ich eigentlich anfangen, am Style-Sheet rumzuschrauben. Ich habe in meinem Texteditor das Style-Sheet offen. Das heisst svcustom.css. Und es hat da schon ein paar Sachen drin, die schon mitgeliefert werden, damit man sich ein bisschen orientieren kann. Also es hat den Body Tag, es hat, was steht da? Document Nav Title, also der Titel von der Navigation wahrscheinlich. Die einzelnen Navigations-Items. Der Artikel, das ist wahrscheinlich der Hauptteil. Und da hat es überall Hintergrundfarben. Mir ist nicht ganz klar, warum dreimal eine Hintergrundfarbe definiert wird. Und was da noch interessant ist, es hat eine Media Query. Die fährt auf Ziele 27 an und hört auf 35 auf. Und alles, was dazwischen ist, ist praktisch ein Style-Sheet, das nur gilt, wenn die Breite von der Seite mindestens 768 Pixel ist. Sie schreiben es hier Mobile First. Also alles, was da oben steht, gilt immer und auch auf kleinen Bildschirmen. Und alles, was da unten dazwischen steht, gilt erst aber eine bestimmte Bildbreite. Das ist noch wichtig zu wissen. Und gut, dass es schon eingebaut ist. Jetzt ist es nicht so bequem, dort im Style-Sheet Zeug zu ändern, das abzuspeichern und dann warten, bis Dropbox endlich synchronisiert und nicht sicher sein, ob es jetzt funktioniert hat. Darum ist jetzt in dem Fall ein guter Weg zum Schaffen, dass man mit den Entwickler-Tools arbeitet. Also mit dem Tastaturkürzel Kommando Alt-I, den Inspektor einblenden. Das wäre jetzt vielleicht ein Fall, wo ich könnte sagen, dass ich ihn am unteren Bildrand andocke. Dann nachher gehe ich nicht immer in Mobile Viewport. Und ein guter erster Schritt ist sicher, da einmal die HTML-Tags genauer anzuschauen. Also Body ist der äußerste Tag vom sichtbaren Bereich und dann hat es da so verschiedene Sachen drin, wie zum Beispiel SV Loader, SV Theme und SV Badge, also drei Tags. Der SV Badge, das ist die Fahne da unten. Die kann man eigentlich nur abschalten, wenn man Small Victories als kostenpflichtiges Abonnement löst. Ich denke, es gibt aber auch Möglichkeiten, das anders rauszuschmeißen, aber das interessiert mich jetzt im Moment nicht so. Dann gibt es das SV-Theme und das scheint der ganze Inhalt zu sein, weil wenn ich hier drüber fahre, wird alles blau. Und dann gibt es den Loader. Auch da wird alles blau, wenn ich drüber gehe. Das ist insofern noch interessant, weil das ist etwas, das ausblendet ist. Ich kann das wahrscheinlich schnell zeigen, wenn ich hier kann sagen, es soll nicht versteckt sein. Und es soll opak sein. Das ist so eine endlose Animation und die wird nur eingeblendet, wenn die Seite irgendwie am Laden ist. Also das ist auch etwas, was wir eigentlich nicht anlangen wollen. Und dann gibt es noch der Div-Tag, der heisst SV-Theme. Und wenn ich das aufmache, dann heisst es SV-Document und SV-Document-Nav und Article. Also das habe ich schon mal gesehen, das steht schon in dem Style-Sheet drin. Das sind die linke und die rechte Seite, beziehungsweise unten und oben auf kleineren Viewports. Und da ist eigentlich das Fleisch am Knochen, da sind die interessanten Sachen drin.
Und wenn man das so aufklappt, dann sieht man H1, P, UL, Li und so weiter. Also das ist die Übersetzung von Markdown. Der Behälter enthält das gerenderte Markdown-Dokument, gerendert als HTML. Und das heisst, all die Sachen da drinnen, das sind sicher Selektoren, die du im Style-Sheet kannst brauchen, wenn du zum Beispiel willst, eine andere Schrift oder eine andere Schriftgröße einstellen für den Titel oder für die Textabsätze. Und dann, also das sind Selektoren direkt als Tag-Namen. Und dann gibt es aber all die Klassen da: Task, List, Container, SV, Document, Article. Wenn man dort den Punkt vorher schreibt, dann kann man auch das als Selektor im Style-Sheet brauchen. Ich habe vorher, wenn ich das ein bisschen durchgeschaut habe, ein paar Sachen gesehen, die sich direkt auf die Seite da beziehen. Ich muss vielleicht eine von denen aufmachen, dass ich es wieder finde. Die heißt How It Works. Und da sehen wir es zum Beispiel beim Body Tag, der hat ganze Haufen Klassennamen. Und einer davon ist 01 How It Works. Und der Klassenname ergibt sich wahrscheinlich direkt aus dem Dateinamen. Also das Einzige, was da passiert, ist, dass die Bindestrich rausgenommen werden. Und jetzt habe ich das aufgemacht aus Versehen. Also das heisst, jede Einzelseite könnte im Grunde genommen über so einen Klassennamen angesteuert werden, wenn man für jede Einzelseite eine andere Hintergrundfarbe einstellen möchte. Aber das ist sicher ein guter Anfangspunkt, dass du den Quelltext hier in den Developer-Tools ein bisschen anschauen kannst und herausfindest, was für Selektoren und Klassen, die du als Selektoren kannst einsetzen kannst, dass da überhaupt rum sind. Damit du weißt, was du überhaupt kannst verändern kannst. Und wie das genau geht, zeige ich im nächsten Video.